Schon von Weitem ist er zu sehen, der heilige Berg Niederbayerns mit der Wallfahrtskirche St. Maria Himmelfahrt. Am kommenden Mittwoch wird das Ziel von mehreren tausend Menschen sein, die hier hinaufpilgern. Die Anfahrt kann dabei auf unterschiedliche Weise stattfinden. Wie Sie wollen. Sie können zu Fuß hingehen, Sie können mit dem Rad hinfahren, Sie können mit dem Auto hinfahren nach Bogen, Sie können mit dem Reisebus anreisen und sogar mit dem Schiff können Sie anreisen. Also das ist ja sonst nicht üblich, dass man den Bogenberg mit dem Schiff erreichen kann. Da wurde eigens eine Anlegestelle reaktiviert sozusagen. Sie können mit dem Schiff von Deckendorf oder von Straubing anreisen, vorm Bogenberg aussteigen und dann auch diese Wallfahrt mitgehen. Schon seit dem 12. Jahrhundert pilgern Gläubige auf den Bogenberg. Dieses Jahr fällt die Wallfahrt ein bisschen größer aus als sonst. Zum 100. Jubiläum der Erhebung Marias zur Schutzpatronin Bayerns haben alle bayerischen Bistümer eine Glaubensinitiative ins Leben gerufen. Jedes Jahr ist ein anderes Bistum Gastgeber der gemeinsamen Marienwallfahrt. Und im Bistum Regensburg gibt es natürlich eine außergewöhnliche Maria. Das ganz seltene Mariendarstellung, Maria als die schwangere Maria, gibt es nicht sehr oft. Ein schönes mittelalterliches Gnadenbild. Die Legenden ranken sich darum, es sei also angeblich flussaufwärts angeschwemmt worden und wurde dann ungefähr eher im Jahre 1104, ist geschichtlich auch begründet, dass da eine Marienwallfahrt schon stattfand. Los geht die Prozession vom Stadtplatz in Bogen am 1. Mai um 14.30 Uhr. Das Pontifikalamt mit Kardinal Marx beginnt um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche.